Jo, Hallo? Klötenlecker. Ja. Kannst du schon mal abholen bei 5041? Natürlich, schon unterwegs. Natürlich, mit dem Helikopter bitte, ja. Natürlich doch. Beeil dich bitte, ja. Bist du alleine? Jeffrey 5 kommt auch bald. Alles klar, dann bis gleich. Ich habe mir hier ein Bueno-Stibitz aus der Schachtel von meinem Bruder. Der hat sich hier Buenos gekauft. Da habe ich mir eine rausgefischt. Bueno White. Jetzt bin ich gespannt, wie das Ganze schmeckt. Ich denke, das sollte man mit Vorsicht genießen. Weil sowas, ich habe nur einen einzigen Riegel. Deswegen würde ich sagen, den genießen wir und esse nicht so schnell. Bin gespannt. Hab mich überzeugt. So, mein Lieber, dann wollen wir mal. Wie sieht es im Terminkalender aus? Terminkalender. Naja. Ja, wir müssen noch den anderen Jeffrey 5 abholen. Der ist gerade mit seiner Limo unterwegs da unten. Ja, dann hol ihn mal ab, ja. Und fahr bitte anständig. Ah, da ist das der? Jeffrey! Ja? Komm zu mir. Ja? Mach mal den Motor aus. Ich bin von deiner Arbeit positiv überrascht und ich möchte dir somit mitteilen, dass du ab jetzt die Nummer 1 bist. Die Nummer 1? Die neue Wow. Nummer 1. Du bist ab jetzt Jeffrey 1, okay? Und bekommst den Namen offiziell Jeffrey, ohne eine Zahl dahinter. Vielen Dank, ich fühle mich geehrt, Boss. Ja, dein Kollege ist leider ein kompletter Nichtsnutz. Der taugt irgendwie gar nichts. Deswegen schieben wir den ein bisschen weiter nach hinten. Du bist Jeffrey Nummer 31, ja? Hast du mich verstanden? Schreibe ich mir sofort. Arbeite hart. Dann kommst du wieder runter, ja? Ja. Aber aktuell sieht es nicht so gut aus. Du, dein Zwillingsbruder und dein Drillingsbruder, keine Ahnung, wo ihr Maden alle herkommt. Ihr habt absolut grauenvolle Arbeit geleistet bis jetzt. Ja, im Puff wird geboren. Wie meinst du, wo ist im Puff geboren? Ist deine Mutter eine Hure? Erzeugerin. Wie meinst du, Erzeugerin? Ja, also wir sind alle wertlos im Puff geboren. Also bist du ein Sohn? So kann man es auch nennen. Okay, ich verstehe. Okay, das tut mir leid natürlich. Ich wusste nicht, dass du ein Sohn bist. Dann würde ich sagen, dann kriegst du die Nummer 2, okay? Ausnahmsweise. Jeffrey 2. Ah, okay. So, dann ran an die Arbeit, Jungs, und lies mir meinen Terminkalender vor, was wir jetzt vorhaben. Ich Also kann mir das. Meeting um 12 Uhr. Meeting um 12 Uhr, ich verstehe. Kann man auch verschieben, falls Was ist das du für ein Meeting? Aktien. Aktien. Um welche Summen geht's da? 5 Millionen. 5 Millionen, Alter, für 5 Millionen stehe ich doch gar nicht auf. Also Termin Termin canceln, für 5 Millionen gehe abdecken. ich da erst gar nicht hin. Richte denn die Nachricht aus, für 5 Millionen können die mir alleine blasen. Wo geht's denn jetzt hin? Das musst du mir sagen. Du hast doch meine Termine. Ah, ich verstehe. Mann, komm, lass es gut sein. Jeffrey, was sagst du? Ja, wie wär's damit wieder den Herrn Dennis zu treffen? Wie wär's Den damit? Dennis? Ja, okay, ich rufe den mal an. Aber was sollen wir denn mit denen? Vielleicht können wir ein freundliches Gespräch mit ihm führen. Ja, ich verstehe. Das hört sich wirklich sehr gut an. Saubere Arbeit, Jeffrey. Eine ausgezeichnete Idee deinerseits aus. Nicht so wie der Versager neben dir, der nicht mal im Flugzeug fliegen kann. Dennis, grüß dich. Wie geht's dir? Ja, soweit kannst du's gut. Erinnerst du dich an mich? Leider ja. Leider ja, was soll das denn bedeuten? Dennis, was soll das denn jetzt? Ich dachte, wir Ja, werden. unsere letzten Begegnungen waren halt nicht so gut, ne? Ja, natürlich. Wir sind auf dem falschen Fuß aufgestanden und wie wär's denn, wenn wir mal uns mal treffen und mal vielleicht ein freundliches Gespräch führen? Weiß ich nicht, wenn ich mich an die letzten Gespräche erinnere. Ja, Dennis, aber du musst auch wissen, es war vieles dir zu verschulden. Ich denke, jetzt können wir mal anständig reden, oder? Ja, gut. Schick mir Aber deinen weißt du Standort. was? Ich komme sofort. Ja, kann ich machen. Okay, alles klar. Wir warten auf den Standort von dem Dennis. Flieg so lange durch Los Santos und zeig den Leuten, wer hier fliegen kann und wer nicht. Dann schauen wir mal, was bei Los Santos so abgeht. Mein lieber Scholli. Ey, Boss, aber aufpassen, dass sie nicht rausfallen. Natürlich nicht, natürlich nicht. Was denkst du denn von deinem Boss? Dein Boss war Auftragskiller jahrelang. Naja, es zieht ein bisschen. So, da ist ja schon der Standort. Wir nehmen lieber den Jet dorthin, weil es ist ein bisschen langer Weg, ne? Ja, natürlich. Zum Flughafen. Wir nehmen den Jet. Beeil dich bitte, ja? Sonst gibt's eine Gehaltskürzung. Oh, eine meisterhafte Landung. Da bin ich tatsächlich ein bisschen positiv überrascht. Eine ausgezeichnete Landung. Sehr schön. Wo ist denn der neue Jeffrey? Ah, der neue ist krank, leider. Er ist krank, Alter. Ein Tag da und schon hat er einen Krankenschein. Ja, Boss, das ist halt die Generation von heute. Okay. Sag dem Anwalt Bescheid, keine Lohnauszahlung. Natürlich. Und falls er irgendwie versuchen sollte, da irgendwie rechtlich was anzugehen, schickt die Männer los, ja? Und entsorgt ihn. Wird gemacht. Natürlich. Und auf geht's. Ich hoffe, die Champagnerflaschen sind schon bereit. Ach so, ja, die sind schon im Eis gekühlt worden. Können Sie sich bedienen? Und was mit deiner Mutter? Ja, sie ist schwanger. Was meinst du? Die ist schwanger, sie darf nicht mitspielen. Ah, ich verstehe. Mitfliegen. Okay, ich verstehe. Von wem denn wieder schwanger? Wieder im Puff? Ja. Oh Mann, ey. Wie vielte Bruder ist das jetzt? Ich glaube, der 8431. Ah, jetzt erzählst du mir was von Nikolaus. Erzähl mir die Wahrheit, sonst wäre ich ungemütlich. Ja, das ist die Wahrheit. 8000, das kann er gar nicht hinhauen. Doch, doch. Ein Mensch lebt doch nur höchstens 70 Jahre und ist höchstens 50 Jahre fruchtbar, du Vollidiot. Selbst wenn sie Ja. durchgehend schwanger wäre. Obwohl, Achtlinge 50 Mal, das kommt trotzdem nicht hin. Ja, die wurden auch noch geklont im Labor.
Ah, diese Geschichte. Also, Versuchskaninchen, ich verstehe. Okay, genau. Was ist das hier für eine Champagnerflasche? Ah, da sind ja die eisgekühlten Champagnerflaschen. Genau. Diamanten bestückt. Natürlich, natürlich. Die Fahrt wird ja noch eine Weile gehen. Jeffrey, hast du schon eine Idee, was wir mit dem Dennis anstellen? Ja, ich würde mal sagen, ein sehr sachliches und freundliches Gespräch mit ihm führen. Aber in welcher Hinsicht willst du sagen? Naja, ich habe gesehen, dass Dennis viel Einfluss hat. Und vielleicht können wir den Einfluss von ihm für uns nutzen. Ah, ich verstehe. Jeffrey, ich fange dich an zu lieben. Das ist eine fabelhafte Aussicht. Meiner würdig. Wie lange dauert es denn noch? Ungefähr 5 Minuten. 5 Minuten, ich verstehe. Habt ihr einen Laptop dabei? Laptop? Ja. Da sitzen jetzt eigentlich Monitore dran. Kann ich da drauf streamen? Ja, sollte gehen. Ich wollte mal ein bisschen streamen auf Twitch, damit die Leute mal meinen Reichtum ein bisschen verfolgen können. Aber ich brauche Moderatoren. Alleine kriege ich das nicht hin. Jeffrey, kannst du mein Moderator werden? Ja, lieben gerne. Okay, ich verstehe. So, ich habe den Stream angeschmissen. Alter, warum guckt mir denn keiner zu? Egal, mach's gut, ihr... Söhne. Wie lange noch? Ungefähr eine Minute. Das Reisen ist auf Dauer echt anstrengend. Wir sind angekommen. Natürlich, natürlich, natürlich. Na, Halleluja. Wo ist denn das Anwesen von diesem Idioten? Oh, weia, meine Beine sind voller Sand. Wo landest du denn, Mann? Mein Gott, ey, wo hast du den denn aufgegabelt? Ja, Sie wissen schon, die Leute, die im Bordell geboren sind, die haben leider keine Qualität. Ja, ich verstehe. Aber die kann man am besten halt sich vom Hals schaffen. Da fragt doch niemand nach, wenn die mal verschwinden sollten. Das ist halt der Vorteil. Natürlich. Deswegen nehmen wir es leider in Kauf, solche Idioten aufzunehmen. Da ist ja die Limo. Dann wollen wir mal. So, dann let's go, Jeffrey. Was hast du halt nicht so eine hässliche Frisur? Ja, lieber... Oh. Ich glaube, wir müssen einen anderen Weg finden. Jeffrey, du willst mich doch veräppeln. Du fährst hier durch den Strand mit deiner Limo. Hast du nicht mal Latten am Zaun? Ja, doch. Ach, du heilige Makrele. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Das meinst du jetzt wirklich nicht ernst, dass du mit einer Limo hier auf die Berge steigen willst? Boss, ich glaube, Jeffrey 2 ist kaputt. Kann das sein? Ich weiß nicht, aber ich glaube, das wird seine letzte Fahrt sein, oder? Was sagst du, Jeffrey? Ja. Ich glaube, wir sind in einem guten Ort. Ich gebe dir eine Minute Zeit. Anzukommen. Schaffst du es nicht unter einer Minute? Alter, du willst mich doch komplett veräppeln, oder? Du hast gesagt unter einer Minute, also mach ich das. Ja, aber doch nicht durch die Berge, du Vollpfosten. Doch, unter einer Minute. Ey, Jeff wird zwar ja nicht frech werden, ja? Ich glaube es ja nicht. Was ist das denn für eine Bruchbude? Ich dachte... Dennis musste alles verkaufen. Ach Gott, ey. Ach, da vorne. Sind wir an der falschen Seite? Vollidiot, jetzt reicht es mir mit dir. Jetzt reicht es mir. Jetzt kriegst du dick einen auf die Fresse. Tut mir leid. Mein Gott, ey. So, dann wollen wir mal. Ich grüße dich, Dennis. Bist du's? Moin, ja. Was machst du denn hier? Ich bin's. Eine rauchen, bisschen chillen. Eben das Haus hier verkauft. Was machst du hier? Ich weiß nicht. Ich wollte mit dir reden. Ich hab's eben deiner Ex besorgt und ich dachte mir, warum soll ich denn mal nicht mit dir ein freundliches Gespräch führen und das Ganze mal vielleicht aus der Welt schaffen? Ja, das Ding ist für mich gegessen. Also ich damit abgeschlossen. Abgeschlossen. Ich verstehe. Hast du vielleicht einen Ort, wo wir plaudern können? Hm. Willst du mich nicht ins Haus einladen? Wie gesagt, ich habe die Schlüssel nicht mehr. Ich habe zu Hause eben verkauft. Mehr Schein als Sein, also wie ich viel mitbekommen habe. Ja, wie gesagt, ist nicht mein Haus. Du warst letztens in meinem Haus. Und die Autos? Der Audi ist meiner tatsächlich. Ich würde sagen... Was ist denn da los? Egal, Karglas repariert. Jeffrey, was soll das denn? Warum beschädigst du denn fremdes Eigentum? Jeffrey, kannst du dich mal... Kannst du mir mal den nächsten holen? Kannst du mal bitte einmal entsorgen? Natürlich, natürlich. Jeffrey, 2 komm mit. Das haben wir gleich. Ach, so schnell kann's gehen. Ach, immer das gleiche Schema. Ja, so ist das, ne? Was machen denn die Polizisten hier? Ach ne, oder? Oh, weia. Der Jeffrey macht keine halben Sachen, wie ich mitbekommen habe. Ja, das war's dann, ne? Saubere Arbeit, Jeffrey. Du hast dir dein Leben zurückerobert. Du hast dir somit mit dieser Tat dein Leben zurückerobert. Ich verzeihe dir. Aber warum hast du jetzt eine andere Frisur? Ja, das ist wegen dem Rückstoß von der Waffe. So ein bisschen... Also deine Haare sind ein bisschen dadurch verwuschelt. Ja, genau. Ah, ich verstehe. Jeffrey, lass ihn in Ruhe. Ich denke, nach so einer sauberen Arbeit können wir, denke mal, ein Auge zudrücken. Aber bitte benehm dich ab jetzt, ja? Dennis, ich würde gerne mit dir ein bisschen plaudern an einem schönen Ort. Was hältst du davon, dass du mit uns mitkommst? Ja, und los? Natürlich. Leute, wollt ihr nicht das Auto und die Leichen entsorgen? Das könnt ihr nicht einfach mitten auf der Straße stehen lassen. Entsorgt doch mal bitte die Leichen und das Auto. Am besten im Meer versinken. Was war los? Nichts, kleine Verzögerung bei der Arbeit, wenn Sie verstehen. Ist er wieder aufgestanden? Ja, also der hat noch geatmet, aber wir haben das Problem beseitigt. Saubere Arbeit, du machst keine halben Sachen.
Und dann wollen wir mal, Dennis. Erzähl mir was von dir. Wir sind doch auf dem falschen Fuß aufgestanden. Und ich find's schade, dass ich mit dir verfeindet bin aufgrund einer Frau. Was denkst du darüber? Wie sagt man immer so schön, den meisten Streit hat man immer wegen einer Frau. Mhm. Ich habe gehört, dass du hier viel zu sagen hast in der Stadt. Ja, man macht Geschäfte, dies, das. Ich verstehe. Ich find's schade, dass, wenn wir so anfangen und nicht vielleicht zusammenarbeiten. Was denkst du darüber? Die Frage ist, in welchem Milieu man zusammenarbeiten soll. Einen Moment. Verdammte Scheiße, was machst du da? Ich hab dir eben noch verziehen und dann hast du so eine Scheiße. Ich glaube, du hast sie nicht mal alle. Ich denke, das ist ein guter Ort. Auf jeden Fall, ich würde sagen, Jungs, ihr packt mal die Schmuckstücke raus. Jeffrey, das überzeugt mich irgendwie gar nicht, was du da hast in der Hand. Ja, Boss, ich habe meine Tommy Gun leider im Auto vergessen. Ja, dann hol sie. Natürlich. Mein Gott, ey. Mit einer Pistole. Was ein Anfänger. Wo ist deine Tommy? Ja, die kann ich gerne auspacken. Hast du das Buch nicht gelesen, was euch ausgehändigt wurde, euch Sklaven? Die Grundwaffe ist die Tommy. Schreib sie auf, du Idiot. Ach so, ja, mach ich doch. Aber sowas bevorzuge ich auch. Verdammte Scheiße, du redest, wenn ich es sage. Stellt euch hinter ihn. Bild ein Y mit mir zusammen. Ach Gott, ey, ich hab's hier nur mit einem Versager zu tun. Das ist kein perfektes Y, Jeffrey. Na, geht doch. So, Jungs, anvisieren. So, Dennis, es gibt jetzt zwei Optionen, die du wählen kannst. Welche? Entweder du stirbst hier und sofort, oder du übergibst mir dein ganzes Imperium. Und wir arbeiten zusammen und du bist unter mir. Mein ganzes Imperium? Alles, was das gehört mir. Du wirst weiterhin tätig sein, aber unter mir. Mhm. Was ist deine Antwort? Ich habe dazu noch eine Frage. Ich höre. Wenn ich dir mein ganzes Imperium gebe, was habe ich dann noch? Du hast mich. Und wenn du mich hast, hast du nicht nur diese Stadt, sondern die ganze Welt. Jeffrey, bewegst dich nur einmal. Wie, da ist jemand. Alter, wo hast du dieses Würstchen aufgegabelt? Hat er seine Medikamente vergessen oder was ist hier wieder los? Ich denke, wir müssen den Jeffrey austauschen nach der Aktion. Ja, das denke ich auch. So, Dennis, wo waren wir stehen geblieben? Was hältst du von meinem Vorschlag? Ja, ich sag mal so, mir bleibt ja keine großartig andere Wahl. Was ist deine Antwort? Mir bleibt nur Option B. Sterben will keiner. Okay, Jeffrey, komm näher mit dem Vertrag. Natürlich. So, Dennis, dann bräuchte ich von dir eine schöne Unterschrift mal hier, ne? Einmal. Oh, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Hier, bitteschön, Boss, damit sie es auch sehen. Ich hab's schon gesehen. Kann ich eine Kopie davon haben? Eine Kopie? Ne. Ja, also reicht nachher, muss nicht jetzt sein. Ja, du riechst gar nichts. So, wir haben jetzt ein Problem. Ja. Deine Ex-Frau. Was ist mit ihr? Sie darf davon nichts erfahren. Ich habe keinen Kontakt mehr mit ihr, also warum sollte ich hier irgendwas davon erzählen? Es bleibt unter uns. Es bleibt unter uns. Kann ich mich auf dich verlassen? Ja. Ich frage dich jetzt, kann ich dieser Frau vertrauen? Ihr vertrauen? Ja. Nein. Warum denn nicht? Ich sag mal so, sollte man einem Bullen vertrauen? Da ist was dran. Ich bin nach der ganzen Sache beim PD raus. Ich hatte keinen Bock mehr darauf. Wie ein Hund mit einer Waffe am Kopf. Dennis, ich wollte nicht deine Lebensgeschichte hören, ja? Ja, aber ist doch so. Ist okay. Ich sag dir jetzt den wahren Grund, warum ich dir deine Frau weggenommen habe. Und der wäre? Ich bin hinter dem Vermögen her, was sie besitzt. Was hat sie denn gesagt, wie viel sie hat? Sie hat gar nichts, aber der Vater hatte verdammt viel. Der Vater hat viel, ja. Ja, den habe ich aus dem Weg geschafft und nun gehört alles ihr. Natürlich haben wir einen Deal ausgehandelt. Sie bekommt ja 50%, ich bekomme 50%. Aber ich möchte alles, Dennis. Ich wollte gerade sagen, das klingt eher nach einem schlechten Deal fast. Ich möchte alles. Hilfst du mir dabei, dass ich alles bekomme? Hast du einen Plan, wie wir es machen? Dann könnte sie auf jeden Fall aus der Reserve locken. Ich denke, das könntest du übernehmen. Ich werde dir natürlich helfen, aber ich werde mich bedeckt halten. Wie lockst du am besten einen Polizisten? Ein Cop. Ihr am besten. Ich würde sagen, mit Informationen, oder? Das ist wohl wahr. Alles klar, Dennis. Hast du eine Möglichkeit, nach Hause zu kommen, oder soll ich dich mitnehmen? Es würde mir reichen, wenn du mich mit oben nach Paleto nimmst. Da, am besten da, wo der Heli, wo der Jet steht. Okay, alles klar, dann komm mit. Ich hole kurz die Limo ab. Beeil dich, du Vollidiot. Ja, okay. Geh kurz pissen. Natürlich. Behalt ihm im Auge, Jeffrey. Ich vertraue diesem Vollidioten nicht. Natürlich, Boss. Der hat irgendwie Dreck am Stecken. Ah, da ist auch schon die Limo. Boss, kommen Sie? Ja. Das freut mich wirklich sehr, dass wir auf einen Nenner gekommen sind. Geschäfte muss man immer machen. Genau so sieht's aus. Wer ist das? Gut, ich danke dir. Was machen Sie hier? So. Ist schon erledigt. Einmal bitte entsorgen, ja. War es ein Polizist? Mein Gott, ey. Die geben einfach keine Ruhe. Der Polizist wird nie wieder Ärger machen. Ich verstehe.
Jeffrey? Ja? Wie viel Zeit bleibt uns noch, bis die Checks platzen und die Scheinfirmen auffliegen? Zeit? Ich würde mal sagen 5 Monate. 5 Monate? Ach Gott, ey. Ja. Ist es schon soweit? Ja, leider. Langsam geht uns die Kohle aus, ne? Ja. Langsam müssen wir wirklich ans Erbe rankommen. Ansonsten sieht es nicht gut aus für uns, Jungs. Ja. Jungs, meine Frage an euch ist, wie viel kriegen wir zusammen, wenn wir alles verkaufen, was wir haben? Alles verkaufen, also ich schätze so. Also maximal, ich berechne kurz. 400 Milliarden wäre schon so die Grenze. 400 Milliarden. Okay, ich verstehe. Kriegst du 500 Milliarden noch hin? Ja, sollte möglich sein. Okay, ich verstehe. 500 Milliarden, okay? Wie bitte? 500 Milliarden, du Sohn! Ja, es treffen gleich 4 Leute ein. Die machen das. Okay, Alter. Geh mir aus der Sonne Spaghetti-Fresse. Hallo, was geht denn, Zuckerpuppe? Wie schaut es denn aus mit dem Erbe? Das ist tatsächlich da. Wie viel ist denn rausgesprungen insgesamt? Es sind insgesamt 23 Milliarden rausgesprungen. 23 Milliarden? Ja. Was wäre mein Anteil? Na, ich würde sagen 50%. 50%, also 20 Milliarden? Ja. 20 Milliarden für mich dann? Wenn ich, also 23 Milliarden, wenn ich das durch 2 teile, ja, komme ich nicht bei 20 Milliarden raus. Bei wie viel kommst du denn raus? Muss die. Ja, ich frage dich ja nur. Du wolltest mich verarschen. Ach Quatsch, was ist denn die Hälfte von 23 Milliarden? Na, 11,5. Ach ja, stimmt, da habe ich mich wohl verrechnet. Ja. Okay, okay. Können wir uns treffen wegen der geschäftlichen Abwicklung? Na klar, mach mal. Ich hole dich ab, schick meinen Standort. Boss, Sie müssen da aber was wissen. Was denn? Ihre Freundin wird aktuell von der Polizei überwacht. Warum das denn? Ich weiß nicht ganz genau, aber meine Informanten haben mir erzählt, dass sie vom FBI quasi beobachtet wird und unter Polizeischutz steht. Verstehe, Jeffrey. Gute Information, die du da hier reingebracht hast. Ah, da ist ja das Geld, da ist ja das Geld. Ja, da sind die ja schon. Wir haben ja Geld. Schwarzes Geld, richtig? Natürlich. Da werden wir viel Arbeit haben, um das zu waschen. Dann übergib mir das Geld. So, ich hab das Geld, Jungs. 500 Millionen habe ich jetzt. Jungs, besorg mir einen Helikopter. Ja, ich besorg direkt schon einen. Mach mal die Tür auf, du Haufen Dreck. Aussteigen sofort. Du gehst zu Fuß. Raus mit dir. Du kommst hinterher mit dem mit der Limo. Du Versager. Limo? Deine hässlichen Haare will ich gar nicht sehen. Ja, tut mir leid. Flieg los. Du weißt wohin? Natürlich. Dann wollen wir mal. Jeffrey? Ja, Boss? Mir ist zu Ohren gekommen, dass, wie soll ich sagen? Dass meine Zuckerpuppe anscheinend 500 Milliarden hätte, aber mir nur 23 Milliarden angegeben hat. Was sagst du dazu? Hast du da irgendwelche Informationen auch erhalten? Um ehrlich zu sein, das wusste ich nicht, Boss. 500 Milliarden hat die Zuckerpuppe und erzählt mir was von 23 Milliarden. Ich glaube es ja wohl nicht. Grüß dich, meine Süße. Hi, na? Alles klar? Und, wie geht's dir? Gut, und dir? Mir geht's blendend. Das ist schön. Sollen wir mal an einen Ort, wo wir über die Geschäfte reden können? Ja, na klar, mach mal. Natürlich, natürlich, natürlich. Fahren wir mit der Limo oder mit dem Heli? Mit der Limo, würde ich sagen. Natürlich. Jeffrey, du weißt den Ort, ja? Natürlich. Dann wollen wir mal. Ich habe keine Ahnung, Mensch, Bruder. Such einfach irgendeinen Ort. Einen Ort soll ich entscheiden? Gar kein Problem. Was sagst du denn, Jeffrey? Hast du irgendwelche Dämonen im Kopf? Ja, Boss, ich glaube, wir müssen Jeffrey 2 loswerden. Jeffrey 2, einmal wieder raustragen. Entsorgt ihn bitte, ja? Holt mir den nächsten. Oh, natürlich. Gott, Leute, es ist mitten auf der Straße. Hey, ich dachte, das Thema hätten wir schon. Ja, aber trotzdem mitten auf der Straße in der Stadt. Ach, Quatsch. Oh. Ich habe meine Augen überall sind Kameras. Ich weiß ganz genau, wo was gesehen wird. Brauchst du gar keine Sorgen zu machen. Okay, gut. Ja, ich wollte es nur erwähnen. Ja, Jeffrey macht keine halben Sachen. Ja, das sehe ich. Jeffrey, der lebt ja schon wieder. Du hast ihn nicht richtig getötet. Nein! Stopp! Zurück! Ein Dämon stirbt, wenn man ihn anzündet. Ich hätte mir schon was denken sollen bei den Spaghetti-Haaren. Das sah mir sehr, sehr komisch aus, das Ganze. Schüttet Benzin drauf und zündet ihn an. Boss, soll ich die Klimaanlage einschalten oder ist es angenehm drin? Alles bestens. Jetzt bin ich beruhigt. Da haben wir Glück, dass wir es nicht mit dem portugiesischen Dämon zu tun gehabt haben. Weil der verträgt sogar Feuer. Da haben wir nochmal Schwein gehabt. Wo möchten Sie, Boss? Zu dem besonderen Ort. Stückeläschen. Ja. 23 Milliarden also. Ja. Hört sich ja nach einer guten Summe an. Hätte ich aber ein bisschen mehr erwartet, tatsächlich. Der Rest gehört halt meiner Mutter, ne? Natürlich. Wo fahren wir denn jetzt hin, Misty? Wir fahren an einem Ort, wo wir das Geschäft dann abwickeln können. Okay. Wie läuft es eigentlich in deinem Job? Ja, ich habe Urlaub seit gestern. Warum das denn? Ja, ich habe mir einfach mal schnell kurzfristig Urlaub reingedrückt. Ich verstehe. Außerdem habe ich das Gefühl, dass mich zurzeit extrem viele Leute beobachten. Ist das so?
Ja, deswegen wollte ich einfach mal Abstand von jedem und allen nehmen. Ich verstehe. Jeffrey, wohin fahren wir? Sehen Sie jetzt gleich, sind sehr, sehr schön aus. Natürlich. Extra für Sie reserviert hier, ist gar keiner. Also weiß ich jetzt nicht, bin ich nicht zu alt für das ganze Tumult? Der alte, was war das hier? Wie nennt man das denn, wo man so Achterbahnen so fahren kann? Vergnügungspark. Genau, Freizeitpark, jetzt habe ich es, Freizeitpark. Natürlich. So, können wir unter vier Augen reden? Kurz? Natürlich können wir unter vier Augen, reden. So, genau, also wir sind bei 11,5 Milliarden, genau. Aber bevor du jetzt hier mir irgendwas überweist, das Geld ist natürlich sauberes Geld, ist ja gleich ein Erbe. Ich würde dich gerne was fragen. Ja, na dann frag mal. Gibt es etwas, was du mir verheimlichst? Was ich dir verheimliche? Nee, ich habe dir bis jetzt, glaube ich, noch nie was verheimlicht, selbst bei dem Raub. Habe ich dir noch nichts verheimlicht. Bist du dir sicher? Ja, bin ich. Wirklich sicher? Ja. Okay. Jeffrey, kannst du mal herkommen? Kannst du mir mal die Unterlagen herbringen? Dann übergib mir das Ganze mal bitte einmal. So. Meine Süße. Ja. Ich habe hier Unterlagen. Ja. Ich habe Nachforschung angestellt. Ja. Und was dabei herauskam, war nicht sonderlich schön für mich. Da war ich nicht so begeistert von. Was ist denn rausgekommen? Ich habe erfahren, dass dein Vater ein gesamtes Erbe von 1 Billion besitzt. Das hätte ich gerne. Also das Lachen, das brauchen wir. Mit dem Lachen brauchst du jetzt hier gar nicht anzukommen. Warum mit dem Lachen denn jetzt nicht anzukommen? Auf diese Tour brauchst du jetzt gar nicht anzukommen. 1 Billion. Deine Mutter 500 Milliarden. Du 500 Milliarden. Also steht mir 250 Milliarden zu. Also erzähl mir mal, warum hast du mich belogen? Du kannst mich gerne durchsuchen oder sonstiges. Ich will mir keine Geschichten hier anhören. Meine Unterlagen sind eindeutig. Hier, kannst du ja durchlesen. Ich lese mal. Willst du also sagen, dass meine Informanten lügen würden? Ja, weil ich habe nur so viel, wie ich bekommen habe. Das stimmt irgendwas nicht. Es sind 500 Milliarden hier geflattert und davon habe ich nichts gerochen. Also ich weiß nicht, ich habe eine Info von 23 Milliarden. Meine Süße. Jeffrey zurückgetreten. Afro Jeffrey, verpiss dich, du Hund. So. Pass auf, wir können Warte kurz. Ich weiß, bei so einer hohen Menge kann man schon mal auch seinen Geliebten betrügen. Ich verstehe das. Bei Geld hört die Liebe natürlich auf. Das verstehe ich. Hatte ich alles schon hinter mir. Echt? Ich mache dir einen Vorschlag. Okay. Ich habe meine Kontakte spielen lassen. Und ich habe 500 Milliarden organisieren können. Und mit diesen 500 Milliarden werde ich ein Geschäft abwickeln. Und das Geschäft überlasse ich dir. Und dafür willst du meine 500 Milliarden, die ich angeblich bekommen habe, oder was? Ich möchte deine 500 Milliarden, die sauber sind. Dafür willst du von mir 500 Milliarden schwarz bekommen, mit einem Geschäft, mit dem Potenzial, dass du das Geld verzehnfachen kannst. Nein, tut mir leid. Ich glaube, dann kommen wir so leider nicht ins Geschäft und ich muss mit meinen 500 Milliarden abhauen. Warum das denn? Jeffrey, komm mal her. Was habt ihr vor? Jeffrey! Natürlich. Einer links, einer rechts. Zugriff. Gott, der die kann allein einfach. Hau ab! Fahr los! Jeffrey! Verdammte Scheiße, auf dich jetzt mal! Lass! Ja? Ohne dich wäre ich jetzt hinter schwedischen Gardinen! Ich wusste, du bist der Richtige! Du wärst einfach offiziell zum ersten Jeffrey jetzt! Verdammte Scheiße! Jeffrey! Ja? Organisier mir sofort ein Meeting mit dem FBI-Chef. Mit dem FBI, okay. Genau! Sofort mache ich. Und sag ihm, ich habe wichtige Informationen zu liefern! Okay. Ja, hallo, wir müssen uns treffen. Okay, ich komme. Ist das der Ersatz? Wir haben noch geschafft abzuhauen, aber... Ach, ihr seid's noch? Ihr seid... Natürlich. Ihr habt Boss, überlebt? Zurück. Ja, Boss, wir haben sie alle erledigt. Wir wurden schwer angeschossen, aber wir haben es noch geschafft. Verdammte Scheiße, habt ihr sie erledigt? Ja, nein, Boss, die Kopf hat keine Chance. Oh, verdammt, geheimste Hilfe, jeden von euch. Mal 10. Jeffrey. Ja, Boss. Ich hoffe, du verstehst das, wenn ich... Jeffrey 2 jetzt die Nummer 1 gebe nach dieser Aktion. Natürlich, natürlich. Aber ich glaube an dich, dass du erst wieder zurückarbeiten wirst. Deswegen rutschst du jetzt auf die 2, ja? Und du hast auch gute Arbeit geleistet. Deswegen bist du ab jetzt der Jeffrey 29.999, okay? Jawohl, danke. Wenn du so weitermachst, gibt es mehr davon. Okay, Boss, natürlich für dich. Noch 29.998 Taten und du bist die Nummer 1. Okay, Chef. So, Jungs, wir brauchen schleunigst einen Helikopter. Jeffrey 2. Ja, Boss. Hast du die Aufnahmen? Wie meinen Sie das? Vor bei der Zuckerpuppe, wie sie ihre Schwester ermordet hat und ihren Ex-Mann? Natürlich, natürlich, alles auf Filmband. Ich besorge sofort einen Helikopter. Natürlich, natürlich, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir machen keine halben Sachen, Jungs. Wir wussten, dass dieser Tag kommen wird. Denn dem PD kann man niemals vertrauen. Ja, Boss, Sie haben komplett recht. Ausgezeichnete Arbeit. Ihr habt das ganze PD flachgelegt. Dafür wurden wir ausgebildet, Sir. Genau so ist es. Saubere Arbeit, Jungs.
Nochmal. Jetzt. Abflug! Ich hoffe, das Ding kann auch fliegen. Jawoll! Abfahrt! Leben kriegt ihr mich niemals! Wollen Sie eigentlich das Geld da jetzt sauber waschen oder was ist jetzt der Deal? Ja, ich hatte halt nicht vor, mit der kleinen Schlampe irgendwas zu waschen, aber das hat irgendwie nicht so funktioniert. Ja, wir sind da. Dieses Gebäude. Natürlich, natürlich. Jeffrey 2, du kommst mit mir und die anderen zwei positionieren dich aus der Ferne und beobachten das Ganze mit dem Scharfschützengewehr, ja? Natürlich, Boss, ich bin hinter Ihnen. Verdammt, diese kleine Schlampe hat mich hintergangen. Boss? Ja? Soll ich meinen Auftragskiller schicken und die gesamte Familie ihrer Ex-Freundin töten lassen? Ja. Verstanden. Aber krümmt ihr kein Haar? Sie wird wahrscheinlich so im Krankenhaus erwachen. Wahrscheinlich wird sie erstmal im Koma sein. Falls sie ja, überhaupt was? Überlebt hat, aber falls sie überlebt haben sollte, lasst sie in Ruhe. Mit der werde ich mich persönlich beschäftigen. Verstehe. Hallo? Wie geht's dir? Ich bin im Krankenhaus aufgewacht. Ich weiß nicht, was passiert ist die letzten 2 Stunden. Du weißt gar nichts? Nee. Okay. Ich habe auf einmal so viel Geld auf dem Bankkonto. 500 Milliarden müssen es sein, richtig? Ja. Schick mir deinen Ort. Ich werde dich gleich abholen, ja? Grüß dich. Grüß dich. Wo ist euer Boss? Der bin ich. Ich verstehe. Können wir unter 4 Augen reden? Gerne doch. Kannst du deinen Leuten sagen, dass sie hier warten sollen? Jungs, wartet mal unten. Mein brauche ich, der hat die Information. Was gibt es? Kennst du mich? Ich kenne dich. Wir waren auf der Suche nach dir und deiner Freundin. Wir haben euch lange Zeit verfolgt. Wir haben viele Geldtransfere gesehen. Der Sache sind wir jetzt auf den Grund gegangen. Wie du gerade wahrscheinlich mitbekommen hast, bist du ab jetzt alleine. Ich hab's gehört. Ich hoffe, sie kommen nicht auf blöde Gedanken. Ich habe für sie 2 Optionen. Okay. Option Nummer 1 wäre, wir sterben hier und sofort. Und die Sache ist beendet. Und die 2. Option... wäre, sie arbeitet mit mir zusammen und ich liefere euch den größten Fisch, den ihr jemals gesehen habt. Nehme ich auf jeden Fall die 2. Option. Ja? Meine Frau hat Kinder bekommen, ja. Ich verstehe. Deswegen. Es geht um euren Kopf, um diese weibliche Schlampe. Ach so, die junge Dame mit dem ganzen Geld. Dessen Name ich nicht erwähnen möchte. Sag ihr Name. Cecile. Genau so ist es. Ich habe Video- und Tonaufnahmen von 2 Morden von dieser Person. Von der Cecile. Genau so ist es. Hat die junge Dame die Personen umgebracht oder Leute angeheuert? Sie hat es selber gemacht. Sie hat ihren eigenen Ex-Mann getötet. Okay. Und ihre eigene Schwester verbrannt. Woher haben Sie das Videomaterial davon? Weil ich leider daneben stand und das Ganze mitbeobachten musste, wie dieses Monster... Das muss doch grausam sein. Wie dieses Monster sich entfaltet hat. Für mich ist wichtig, also, dass du deine Leute jetzt sofort informierst und dem Bescheid sagst, dass sie von der Aktion, die eben stattgefunden hat, nichts erfährt. Die ist im Krankenhaus. Kannst du das mal erledigen? Ja. Jungs, Cecile wird nicht von dieser Situation, von der Stürmung am Beach... Also ich habe hier die Aufnahmen. Niemand wird was davon erfahren. Bitte weitergeleitet. So, folgendes. Ich habe jetzt für dich den großen Fisch. Mhm. Wir können zusammenarbeiten. Hören Sie mir jetzt genau zu. Ich habe von einem Geschäft mitbekommen, von Cecile, wie sie über eine Yacht Koks im Wert von 500 Milliarden transportiert. Heiliger, was ein Fund. Aber wir wussten davon, aber wir wussten leider nicht, dass es so viel war. Ich werde euch Informationen zukommen lassen, wo das Ganze stattfinden wird. Brauchen Sie meine Nummer dafür, oder? Ich brauche dafür Ihre Nummer. Die Nummer bitte? 151. 151. 38. 38. 25. 25. Okay. Dann bin ich ja gespannt auf den großen Fisch. Ich erzähle dir jetzt, wie der Plan funktioniert. Mhm. Ich möchte, dass du dich mit deinen Männern vorbereitest. Ja. Dann werde ich dir im Laufe des Tages einen Standort senden. Dann möchte ich, dass du das Ganze stürmst und die ganze Ware konvertierst. Okay. Eine Bedingung habe ich bei der ganzen Sache. Die wäre? Ich werde mir das Erbe von ihr an mich reißen und du wirst meine komplette Akte löschen. Sie können sich eins aussuchen. Warte mal kurz. Kannst du dir mal die Videoaufnahme schicken von seiner Frau, von der Live-Überwachung? Wo sie im Keller eingesperrt ist, oder was? Genau! Ah, hier. Sehen Sie? Ihre sie Frau sind ist im verrückt. Keller. Geknebelt. Sie sind verrückt! Richtig. Hallo? Sie haben meine Frau. Du möchtest mein Kind. Du möchtest doch nicht, dass dein ungeborenes Kind was zustößt, oder? Was haben Sie mit meiner Frau gemacht? Mit deiner Frau wird gar nichts passieren. Ich hoffe es. Sobald das Geschäft abgewickelt ist und du meine Akte freigemacht hast und ich mein Geld habe, ist die Sache gegessen und deine Frau kommt frei, okay? Ich hoffe, dass kein Haar gekrümmt wird bei meiner Frau. Bist du gerade in der Option, irgendwie Forderungen zu stellen? Nein, aber das Leben meiner Frau ist mir wichtig. Also, nochmal. Eine weiße Weste, eine freie Akte, inklusive die 500 Milliarden. Ich notiere es mir mal gerade. Ist notiert. Okay, jetzt zeig die Aufnahmen von den 2 Morden. Ja, hallo? Die Aufnahmen von den 2 Morden, du verdammter Versager. Ja, hier. Und Sie standen daneben? Ich muss das leider das Ganze... Haben Sie das verarbeitet? Ich konnte ja nicht ahnen, dass so ein Monster neben mir existiert. Alter, das ist ja krank. Ich ziehe mich jetzt zurück. Ich werde dir in den Laufe des Tages einen Standort zuschicken, ja? Wir sehen uns. Wir brauchen einen Helikopter. Helikopter natürlich, sofort unterwegs. So. Einen Moment.
Ruf mal kurz die Zuckerpuppe an. Sie? Ja? Wo bist du? Kannst du mir deinen Ort? Ich bin am. Ja? Ich bin am MD, ja, ich schick dir. Okay, ich komme sofort zu dir, ja? Wie geht's dir, mein Geschäftspartner? Ja, was los? Ich habe wunderbare Neuigkeiten. Das hört sich sehr gut an. Es gibt ein super Geschäft, was ich da abwickeln möchte. Es geht um, halt dich fest, sage und schreibe 500 Milliarden. Genauso habe ich auch reagiert. Aber es gibt einen kleinen Haken. Was denn? Das Geschäft läuft mit Cecil ab. Und das Problem ist, ich bin leider gerade außer Land und kann mich darum nicht kümmern. Deswegen würde ich dir das überlassen. Nur das Problem ist, ihr wisst, ihr habt kein gutes Verhältnis. Das sollte klar sein. Ich werde einer meiner Diener schicken. Der wird dir dann gewisse Sachen geben, womit du dich so kleiden kannst wie ich und auch so aussiehst wie ich. Mit der Stimme, das überlasse ich dir. Ich melde mich in 15 bis 20 Minuten bei dir. Ich schicke gleich einen Diener. Dann kannst du mit ihm alles machen. Danke. Du sorgst dafür, dass er genauso aussieht wie ich, ja? Guten Tag, der Herr. Wie geht's dir, Passen Sie bitte auf die Dame auf. Ja, natürlich. Ich bin der Arzt. Ich habe mich jetzt nur erstmal um Sie gekümmert. Ist okay, du Geringverdiener. Ich habe mich den ganzen Tag Zeit für solche Gestalten wie dich. Steig ein. Wo soll ich eigentlich den Dennis treffen? Was ist denn für Dennis, du kleiner Ich dachte, ich treffe mich jetzt mit dem. Wie? Am Monaco, du mit Joshua. Muss sie? Keine Ahnung, was der für ein Gespinst hat. Vergiss es einfach. Okay. Der hat, glaube ich, eine Schraube locker. So, holt mir den nächsten. Jeffrey 1 existiert nicht mehr. So, Jeffrey 2, du bist wieder der Nummer 1, ja? Natürlich. Was war denn jetzt eigentlich los? Weißt du das? Oder habe ich im Job irgendwie einen Unfall gehabt? Ja, ich war tatsächlich dabei. Du hast ja 500 Milliarden geerbt. Ja. Und ich hatte dir angeboten, dass du mir die 500 Milliarden auf meine Bank überweist. Das komplette. Ja. Wir wollten ja nicht 25 machen. Aber dafür wollte ich dir ein Geschäft geben von mir mit dem Kokshandel. Okay. Im Wert von 500 Milliarden. Das solltest du für mich abwickeln. Das konnte man leider nicht durchführen, weil die FBI-Agenten leider davon was erfahren haben und dann leider dich abgeknallt haben. Hä, warum eigentlich FIB? Was haben die denn? Oder ich habe keine Ahnung. Die waren die anscheinend auf den Fersen. Anscheinend haben die irgendwelche Informationen bekommen mit den zwei Morden, die du da hattest. Was? Aber ich habe das Ganze geklärt. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Okay. Ey, Jeffy, 29.000. Könntest du in Google Maps bitte markieren, wo wir hinfliegen? Hast du das Geld dabei? Ja, ja, na klar. Kannst du mir das überweisen, die 500 Milliarden? So, ich hab's übergeben. Okay, ich verstehe. So, meine Süße, willst du das Geschäft halt abwickeln? Na klar. Fahr dahin, wo die Yacht ist, ja? Ist die Yacht schon bereit mit dem Koks? Jeffrey? Ja, Jeffrey wollte es doch holen. Habt ihr die Yacht vorbereitet? Jeffrey, du verdammter Sohn, antworte mir! Ja, Boss? Die Yacht mit dem Koks! Ja, ist schon vorbereitet. Ist vorbereitet? Natürlich. Genau, genau, genau. Dann flieg dahin, ja? Natürlich. Kann ich mich auch am Koks bedienen? Natürlich. Zieh so viel, wie du willst, durch die Nase. So, wo ist das denn, das gute Stück? Hier unten, Sir. Natürlich. So läuft das halt, ne? Verdammt, wie lange ist das? Sir, wir sind gelandet. Nächstes Mal fliege ich lieber. Natürlich. Oh Gott. Ach, war ja. Das war ja echt eine Bruchlandung. So, ich telefoniere jetzt, ich komme sofort, ja? Ja. Yes. Dennis, mein Lieber, wie geht's dir? Gut, gut, gut. Okay, ich hab die kleine dreckige Schlampe vorbereitet. Ja. Das Koks ist auf dem Schiff. Gut. Hast du dich gekleidet wie ich? Ich sehe genauso aus wie du, ja. Okay, Dennis. So, du brauchst noch einen Geschäftspartner, der sich nimm meinen Diener am besten, der gibt sich als Geschäftspartner aus, okay? Hast du mich verstanden? Hab ich verstanden. Dann komm mit meinem Diener nach hier, deinem angeblichen Geschäftspartner, dann landest du auf der Yacht. Ich schick dir jetzt deinen Standort und dann könnt ihr das Geschäft abwickeln, ja? Machen wir so. Du bist ich, du tust so, als wärst du mit ihr zusammen und der andere ist der Geschäftspartner, ihr verkauft ihm angeblich was, ja? Was? Wie, was? Was bestimmt ist? Wie was, du verdammter Vollidiot, was? Wiederhol das. Ja, okay. Hast du es verstanden? Hast du es verstanden? Verstanden. Ja, hast du es verstanden? Okay, ich schick dir einen Ort, ich erwarte dich, ja? Mit deinem angeblichen Geschäftspartner. Oh? Wie geht's dir denn, FBI-Chef? Sehr gut. Ja. Also, machst du sehr gut. Meine Frau ist nicht da, ich war gerade daheim, aber... Ja, mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen. Darum wird sich gekümmert. Deinem Kind wird auch nichts passieren. Ist meiner Frau gut? Natürlich geht's dir gut, natürlich geht's dir gut. Meine Diener besorgen... Die hören sich fröhlich an. Ich meine, deine Diener... Meine Was? Diener, die sorgen sich um sie, meine ich. Ach so, okay. Mach dir keine Sorgen. So, mein Lieber, hör mir genau zu. Ich ja? schick dir gleich einen Standort. Meine Akte ist leer, wie ich mitbekommen habe. Ich hab's angefordert. Saubere Arbeit. Ja. Die Kohle habe ich auch. Ich kann mir leider nicht vorstellen, dass du mich hier frei laufen lassen wirst. Gehe ich mal stark von aus. Ich werde trotzdem die Information bieten. Mhm. Es kann vielleicht sein, dass wir uns gegenseitig abknallen. Ich werde sie vielleicht auch anschießen. Das weiß ich nicht. Ich habe Familie. Nein, deine Familie, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Da wird nichts passieren. Ey, so, wenn die auf mich schießen, wird nichts passieren. Okay, verstehe. Einmal, Moment, einmal. Du gottverdammtes Stück Scheiße! Raus hier! Raus! Hör mir gut zu. Ich weiß ganz genau, dass du hier antanzen wirst mit deinen ganzen Leuten und versuchen wirst, uns bzw. mich mit
abzuschießen. Es ist nicht schlimm. Aber sei gewarnt, ich werde auch zurückschießen. Okay? Und deine Frau ist in Sicherheit. Die wird auf jeden Fall, dir wird nichts passieren. Du kriegst deine Beute. Ich habe meine Akte bekommen. Das Geld habe ich auch auf meinem Konto. Mhm. Okay? Ja. Ich schicke dir gleich einen Standort, ja? Dann erwarte ich von dir, dass du das Ganze erledigst. Okay. Wir werden uns sehen. Alles klar. So, meine Süße. Hast du ein bisschen am Koks geschnüffelt? Nee, ich habe leider noch keins gefunden. Die sind alle unten. Die sind natürlich verpackt. Dafür brauchst du ein Messer. So, ich werde jetzt wegfliegen. Ich hole den Geschäftspartner ab. Dann komme ich mit dem Boot zurück. Okay. Und dann wickeln wir das Geschäft mit ihm ab. Ja. Dann bis gleich, okay? Bis dann. Pass auf dich auf, okay? Ja, du auch. Ach ja, hast du eine Waffe? Ich, ob ich eine Waffe habe? Ja, soll ich eine Waffe geben? Eine Pistole. Das wird, glaube ich, nicht ausreichen. Komm, ich gebe dir mal was Anständiges, damit du dich auch besser beschützen kannst, okay? Okay. Ja, bitteschön. Wie gefällt dir das? Dankeschön. Ja, das sieht doch gut aus. Ich hoffe, sie kommt nicht zum Einsatz. Ich hoffe es auch nicht. So, hol mir einen Helikopter. Jeff, hol mir einen Helikopter sofort. Ich trinke so lange einen Whisky, ja? Vorzüglicher Whisky. Boss, der Heli ist da. Perfekt. So, meine Süße, ich vertraue dir, ja? Bleib da drüber. Genau über dem Schiff. Einmal bleiben. Dennis, mein Bester, ich schicke dir jetzt einen Standort, ja? Ja, ja. Dort kommst du dann hin. Du bist, siehst du aus wie ich? Alles gleich? Ja, alles gleich. Hast du einen angeblichen Geschäftspartner neben dir? Ja. Okay, ich schicke dir jetzt einen Standort, da wirst du hinkommen, okay? Okay, machen wir so. Dann kannst du das Geschäft abwickeln mit dir. So, Dennis schickt mir den Standort. Dennis ist auf dem Weg. Hallo. Grüß dich, mein lieber Chef. Ich habe auf den Standort gewartet. Der Standort kommt jetzt sofort, mein Süßer. Ach so. Ich schicke dir jetzt einen Standort, dann will ich es aber rumsehen. Aber mach dich gefasst. Ich werde auch schießen, ja? Mach du dich gefasst, würde ich sagen. Ich mach mich gefasst. Aber pass auf, dass du nicht eine auf die Mütze bekommst. Okay. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit dem Koks, ja? Ja. Natürlich. So, wir warten jetzt auf den Dennis, bis er auftaucht. Der müsste gleich kommen mit seinem verkackten Boot. So, die Kleine ist so voller Koks. Ihr werdet das eh nicht bemerken. Ich würde sagen, lande auf dem Dach, aber nicht auf dem Fluglandeplatz, sondern daneben. Lande auf dem Dach. Natürlich. So, jetzt machen wir den Heli am besten aus. Da kommt Dennis. Ich schicke jetzt dem FBI-Agenten den Ort. Was sagst du, Jeffrey? Sollen wir uns das Ganze anschauen? Und denkst du, die FBI-Agenten werden uns die Umblick bemerken? Nein, ich denke mal, wir sollten uns das ohne Probleme anschauen können. Okay, dann beobachten wir das Ganze von oben. Halt dich bedeckt, mein Bester. Zieh deine Schuhe aus. Da bin ich. Mein Geschäftspartner, wir wickeln das Geld mit dir zusammen ab. Ja! Geballer! Oh mein Gott, ein Sniper, der Hund! Der Hund hat Sniper! Oh nein! Zeig mal bitte die Hand hochnehmen, hey! Hände hoch! Wir haben doch gar nichts gemacht! Hä? Hilfe! Wer ist denn das? Jod ab! Steig ein! Wir machen die Fliege! Arrivederci, mein Freund. Viel los! Hau rein, du kleine Schlappe! Ja, das war's dann. Viel Spaß im Knast. Jeffrey, bist du's? Ja. Wir haben das Geld. Perfekt, Boss. Alles ist nach Plan gelaufen. Sauberes Geld, saubere Akte. Jetzt können wir ein neues Leben beginnen, oder nicht? Natürlich. Und in Zukunft mit kompetenten Mitarbeitern. Natürlich. Ich denke, wir werden das Team nochmal komplett neu aufbauen müssen. Natürlich. Also für 500 Milliarden werden wir wahrscheinlich viel... Damit werden wir auf jeden Fall viel anfangen können, denke ich mal. Was sagst du? Sollen wir in eine andere Stadt mit dem Geld ein neues Leben anfangen? Ja, das wäre eine gute Idee. Dann würde ich sagen, ab zum Flughafen. Du machst den Jet bereit. Natürlich. Hast du die Passaports geklärt? Ja, alles schon geklärt. Natürlich. Fake-Ausweise. Brauchen wir doch gar nicht. Die Akten sind leer. Natürlich. Die Akten sind leer. Ich weiß, du bist es gewöhnt, dass es meistens so abläuft. Aber diesmal wird es anders ablaufen. Wir sind frei. Mach den Jet startklar. Und ich würde sagen... Welches Rad nehmen wir denn? Was denkst du? Oh, schwierig. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich würde sagen, wie wäre es denn mit Spanien? Spanien? Naja, das hört sich gut an. Dann würde ich mal sagen, dann ist das Ziel klar. Du bekommst als Einziger das Ticket, mit mir mitzukommen, ja? Eine Ehre für mich, Boss. Dennis, hast du es geschafft? Ja, hab ich. Was ist mit Cecil? Die wurde geschnappt anscheinend, oder? Hab ich geschafft. Was ist mit dir? Wurde sie verhaftet? Oh nein, die Bullen sind hier! Ich glaube, der Dennis ist auch in den schwedischen Gardinen. Ja, Boss, wir wären bereit eigentlich. Natürlich. Dann wollen wir. Ab nach Spanien. Machen Sie es sich gemütlich, Boss. Natürlich. Solange ich noch Netz habe, noch ein letztes Abschlussgespräch. Hallo? Hallo? Ja. Na, wo bist du denn gerade und was machst du denn gerade? Ja, werde ich gar nichts mehr erzählen. Warum du hast mich reingelegt.
Was ist denn los, meine Süße? Ja, komm. Ich bedanke mich für... ein dreckiges Leben. Ich wünsche dir alles Gute. Danke ja, für ich die 500 Milliarden. Ja, ich wünsche dir so ein dreckiges Leben. Viel Spaß im Gras mit deinem Vater, der Sohn. Naja. Dennis. Ja. Und? Was los? Und wie ist die Zelle von innen? Es gibt Schöneres. Ich bin gerade zumindest auf dem Weg ins SG. Dennis, hast du immer noch nicht gemerkt, dass ich dahinter stecke? Hinter. Dennis, ich bin gerade auf dem Weg nach Spanien mit der Kohle. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Vergiss nicht die Seife aufzählen, ja? Wir machen Hälfte, Hälfte. Ach, du kannst meine Eier lecken! Gar nicht, fickst du! Dennis, vergiss die Seife nicht aufzählen, mein Schnuckeläschen. Ja, verpiss dich. Schmatzer geht raus, Dennis! Halt die Fresse! Haust du mit der Hause! Schmatzer geht raus, danke für die Kohle! Patze! Ich werde dich noch finden, glaub mir. Ich werde dich finden. Oh, jetzt schlotter mir aber die Kohle. Irgendwann bin ich wieder raus. Das Einzige, irgendwann bin ich raus. Ich glaube, nach den Gramm, was auf dem Boot war, wirst du nie wieder frische Luft sehen, mein Lieber. Ah, das werden wir sehen. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit Jeffrey Dahmer. Haust du rein. Boss, wir sollten in 8 Stunden da sein, ja? Natürlich, mein Lieber, natürlich. Was ist denn los? Ich glaube, der FBI-Agent ist getötet worden. Warum geht er nicht ran? Jeffrey, hast du da irgendwelche Informationen? Ist dem FBI-Chef irgendwas passiert? Boss, ich denke, einer unserer Jeffreys hat ihn wohl unabsichtlich erledigt. Ah, ich verstehe. Ein Jeffrey war da leider zu gut ausgebildet. Leider musste ich einer meiner eigenen Männer töten, damit das Ganze funktioniert. Der Idiot. Der hätte, so wie der drauf war, hätte der wahrscheinlich das ganze PD ausgelöscht und das FBI hinterher. Genau so. Mein Lieber, ich denke, du hast ja einen richtigen Namen verdient, oder nicht? Nach so einer guten Arbeit? Das ist eine Ehre für mich, Boss. Such deinen Vor- und Nachnamen aus. Ich lasse es arrangieren. Was ist dein Wunsch? Boss, wissen Sie, ich möchte eigentlich nur Jeffrey genannt werden. Das berührt mich wirklich mit Loyalität. Deswegen bist du ab jetzt Jeffrey mit den Großen. Vielen Dank, Boss. Es ist wirklich ein emotionaler Moment für mich. Für mich ist es auch ein sehr emotionaler Moment. Nun gut, ich denke, der FBI-Agent ist tot. Die Schlampe im Knast und Dennis hebt die Seife. Ich denke, das ist ein zufriedenstellendes Ergebnis. Und das Geld ist bei mir. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt ein Nickerchen. Weck mich, wenn wir da sind, ja? Und dann fangen wir ein neues Leben an. Mache ich. Alles klar.